Hello, my love. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Und ja, Gott sei Dank noch nicht die erste Hälfte, sondern das erste Quartal dieses Jahres ist schon vorbei. Ja, Wahnsinn. Es ist so unglaublich, wie schnell die Zeit rennt. Und ja, Wahnsinn, 3 Monate sind schon wieder vorbei. Und das hat mich dazu gebracht, grundsätzlich einmal herzugehen und zu sagen, okay, ich reflektiere jetzt einfach wirklich mal so über das erste Quartal auch und schaue mir einfach mal an, okay, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert, was macht mir Spaß, was macht mir eigentlich eher keinen Spaß, was will ich machen und was will ich nicht mehr machen, so ungefähr. Und mache ich grundsätzlich sowieso auch immer, allerdings war dieses Mal das so ein bisschen anders, weil ich einfach eben zu Beginn dieses Monats, also April, einfach so irgendwie so wirklich das Gefühl oder generell einfach so diese Emotion so von irgendwie so niedergeschlagen, depressiv, ja, nein, also so ein bisschen depressive Stimmung hatte und ich halt eben dann einfach auch gemerkt habe, grundsätzlich, okay, warum? Was ist das? Wo kommt es her? Und das hat mich grundsätzlich natürlich dann auch eben einfach mal dazu gebracht. Und ich bin auch noch immer in diesem Prozess, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nichts, was so irgendwie so in ein paar Stunden so abgehandelt ist, sondern ich arbeite da im Hintergrund auch noch immer daran. Und das ist grundsätzlich auch the reason für diese Folge. Nicht nur, ich meine, ich mache ja immer Freitag, kommt ja immer eine Folge raus, das weißt du ja. Allerdings eben ist diese Folge anders. Und warum ist sie anders? Weil ich diese Folge praktisch auch als eine Art Turning Point, sagen wir es mal so, sehe, weil ich habe ja jetzt hier diesen deutschsprachigen Podcast jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten. Ja. Und ich habe ja auch einen englischsprachigen Podcast, den ich Anfang dieses Jahr gestartet habe. Und ich habe jetzt viel auch eben dieses Jahr hier auf dem deutschsprachigen Podcast viel auch über die Basics auch nochmal eben Folgen gemacht. Das hatte ich letztes Jahr teilweise auch. Letztes Jahr hatte ich auch viel mit Chakren drinnen. Da habe ich auch viel über Chakren gesprochen und die Chakren erklärt und auch Übungen und so dazu gegeben. Und dieses Jahr, also eigentlich so das erste Quartal von diesem Jahr war ja wirklich sehr auf die Basics ausgerichtet von Selbstliebe und Achtsamkeit und Imposter Syndrome und was ist das alles und warum, wieso, weshalb. Und das habe ich grundsätzlich natürlich auch deswegen gemacht, weil es mir sehr wichtig war, weil das auch es ist meine Arbeit, weil ich ja genau mich auf diese 3 Sachen spezialisiert habe, beziehungsweise eben durch Achtsamkeit und Selbstliebe das Imposter-Syndrom besiegen und halt eben auch mehr in die Welt rauszubringen, weil einfach viele das noch nicht wirklich so kennen oder oft einfach auch gar nicht wissen, okay, was ist das alles, ja? Und deswegen habe ich ihm auch gesagt, okay, dieses Jahr im ersten Quartal generell möchte ich einfach über die Basics sprechen und das habe ich hiermit getan. Und jetzt habe ich mir eben auch gedacht, okay, what's next? Ja, weil
immer alles gleich lassen funktioniert nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, von meiner Persönlichkeit generell bin ich auch eher sehr, ich bin sehr schnell gelangweilt. Also ich brauche immer was Neues, ich muss immer irgendwie was Neues machen, weil sonst, wird mir einfach wirklich langweilig. Ja? Ich bin multi-passionate in allen Facetten. Und deswegen mache ich auch immer wieder Neues, lerne immer wieder Neues und so weiter. Und deswegen habe ich mir eben aufgrund dieser Reflexion vom ersten Quartal einfach auch jetzt gedacht, okay, was will ich denn ändern? Ja, weil irgendwie anscheinend aufgrund meiner Gefühle und meiner Emotionen passt mir irgendwas nicht. Also habe ich mich halt einfach hingesetzt und halt einfach drüber reflektiert und gesagt, gut, okay, was macht mir denn noch Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Was will ich machen? Was will ich nicht machen? Was will ich ändern? Was will ich nicht ändern? Und es werden jetzt noch einige Änderungen kommen. Also ich kann nicht alles auf einmal ändern. Das muss ich so stückchenweise natürlich machen. Und ja, fange halt praktisch jetzt natürlich hier an und habe mich eben entschieden zu sagen, gut, ich möchte jetzt da im zweiten Quartal einfach auch mehr persönlicher werden mit dir, ja, von diesen Basics, also nicht weg, aber einfach tiefer eintauchen, einfach dir mehr Persönliches über mich, beziehungsweise wie ich gewisse Sachen überwunden habe, wie ich die Sachen angegangen bin und was ich gemacht habe. Aber halt eben auch teilweise eben über meine Kunden, wie die es so gemacht haben. Einfach hier auch dir mehr Insights sozusagen geben und Inspiration geben in diese Richtung. Und nicht mehr so diese Basics oder auch die Übungen, denn davon hast du, glaube ich, jetzt echt viel. Aus denen du schöpfen kannst und die du jetzt mal ausprobieren kannst und mit denen du starten kannst. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, okay, nee, ich möchte auf jeden Fall ein paar neue Sachen machen. Es werden wahrscheinlich auch Interviews kommen. Mal schauen, das muss ich mir jetzt noch anschauen. Ich bin praktisch gerade auf der Suche nach Interviewgästen. Falls du jetzt sagst, hey, da wüsste ich doch jemanden, der das gerne machen würde, der gern diese Bühne hätte und für Interviews offen ist, dann kannst du mich gern mit diesem Menschen vernetzen. Würde ich mich sehr freuen natürlich, denn dann kann ich natürlich mit ihm in Kontakt treten und ihn fragen, ob es ihn eben auch interessiert oder wie es ausschaut. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine Idee, die wahrscheinlich jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Und ja, eventuell wirst du mich auch mehr sehen, mal schauen. Also das sind so mal so die kleinen Snippets, die ich dir jetzt schon mal geben kann, die sich so tun werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber generell natürlich auch noch viele, viele andere Sachen, die da jetzt kommen werden. Also sei gespannt oder du kannst gespannt sein auf jeden Fall, denn es wird auf jeden Fall einiges Neues kommen. Gewisse Sachen werden wahrscheinlich auch gehen, mal schauen, weil alles möchte ich einfach auch gar nicht behalten, ja, sondern ich möchte wirklich mich darauf fokussieren, auf die Sachen, die wirklich auch helfen und die mir eben auch wirklich Freude und Spaß machen. Und dadurch werden wahrscheinlich eben auch einige Sachen gehen. Ja, für dich jetzt da gesehen, möchte ich diese Folge eigentlich so auch als Anreiz für dich nehmen, dass du das einfach auch mal machst, ja, gerade wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, dass du einfach mal so einen Rückblick gemacht hast über dein Leben oder zumindest mal die letzten paar Monate, dann nimm das doch jetzt mal als Anlass auch für dich, um einfach wirklich dich auch mal hinzusetzen und zu reflektieren, was ist bis jetzt gut gelaufen in meinem Leben und was nicht und
macht mir eben Spaß und was nicht? Und was könnte ich eventuell ändern? Weil gerade wir sind Gewohnheitstiere, ja, wir alle. Und deswegen neigen wir halt einfach auch sehr stark dazu, ja, Sachen zu machen, die uns keine Freude machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und wir bemerken es einfach irgendwann nicht mehr, weil es so zur Routine geworden ist, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist. Und das mal als Anlass zu nehmen und auch zu sagen, setz du dich einfach wirklich mal hin und hör mal in dich rein, wie es denn bei dir so ausschaut, ja, und wie soll ich sagen, ja, wie glücklich bist du eigentlich mit deinem Leben, so wie es ist, ja, oder sind eventuell da vielleicht auch Sachen, die du ändern möchtest oder auch nicht, weil grundsätzlich, also wenn du jetzt für dich selbst oder generell einfach auch feststellst, dass du zum Beispiel sehr oft immer verspannt bist, so im Nackenbereich zum Beispiel, ja, immer wieder einfach einen verspannten Nacken hast und oder eventuell dich generell einfach so enge Brust, ja, irgendwie alles ist irgendwie so eng, als wärst du eingesperrt, so ungefähr. Oder hast du vielleicht irgendwo anders Schmerzen im Körper, ja? Oder hast du irgendwie so das Gefühl, du bist ständig müde, du bist ständig ausgelaugt, du bist irgendwie ständig, ja? Dann sind das alles Zeichen, dass du nicht dein Leben lebst, ja? Also nicht dein wahres Leben, dein wahres Potenzial lebst. Das sind alles Zeichen dafür, ja? Und diese Zeichen, da sind wir oft gar nicht so bewusst, ja, und sind diese Sachen gar nicht so bewusst. Oder wir haben zwar ständig einen verspannten Nacken, wir haben ständig Kopfweh, wir sind irgendwie ständig müde, aber wir verbinden das einfach nicht mit diesen Sachen, sondern oft einfach, ja, der Tag war halt anstrengend oder war halt lang oder was auch immer. Wir verbinden das oft einfach mit was anderem, aber das ist nicht die wo es herkommt, ja. Das ist nicht einfach diese, wie sagt man, Root Cause of it, ja. Sondern das kommt einfach wirklich von dir innen drinnen, wenn du einfach gegen deinen Willen eigentlich etwas machst und gegen deine Natur etwas machst, ja. Das ist genauso eben, wenn ich es jetzt von mir aus sehe, ich bin jemand, ich könnte nie mein Leben lang das Gleiche machen. Ja? Ich bin so schnell gelangweilt, wenn ich irgendwas mache und wenn sich nichts ändert bei diesen Sachen und wenn dann nichts Neues daherkommt und zwar relativ schnell, dann bin ich super schnell gelangweilt. Und dann passieren natürlich Fehler oder man vergisst was oder man ist halt dann einfach nicht mehr so mit dem Herzen dabei und dann kennst du es sicher auch, dann wird es einfach nichts. Ja? Das ist dann einfach nichts. Ja? Und ich weiß, dass ich so bin und deswegen ist bei mir halt oft Veränderung angesagt oder deswegen lerne ich auch einfach irrsinnig viel, weil mich interessieren so viele Sachen und ich glaube, es gibt keine einzige Sekunde in meinem Leben, wo ich nichts lerne. Ja, was mich doch gleich ein perfekter Übergang, was mich doch gleich zu noch einer Neuerung bringt, denn ich habe auch, ja, so wie ich so bin, auch ein neues Tool gelernt, ja, das habe ich Anfang des Jahres auch begonnen, und zwar Numerologie habe ich für mich entdeckt. Ich meine entdeckt, ich habe es immer wieder von rund um mich herum gehört, aber ich war noch nicht bereit dazu. Ja, und dieses Jahr war ich bereit und offen dafür und habe mich total echt verliebt in Numerologie und finde, es ist auch die perfekte Ergänzung zu den Themen, die ich habe, ja, weil grundsätzlich meine Themen sind ja doch auch sehr spirituell und so. Und das ist halt schwer zu greifen. Was ich
total verstehe. Also gerade für jemanden, der mit dem Ganzen neu beginnt, der noch nie wirklich was damit zu tun hatte, und der in diese, in dieses Feld von Energie, Heilung und Energiemedizin und Meditation und Chakren und so eintritt, für den kann das sehr schwierig sein, weil du es nicht greifen kannst, ja. Und Numerologie kann man jetzt nicht direkt greifen, aber irgendwie schon, ja, weil man sieht, ja, du siehst die Zahlen, du rechnest die Zahlen aus deinem Geburtsdatum und aus deinem Namen und aus deinem Firmennamen oder auch aus deiner Adresse. Also du kannst so ziemlich überall aus allem Möglichen eigentlich die Nummern und die Quintessenz ziehen. Und es passt einfach so perfekt zusammen. Also ich war so fasziniert, wie ich mein Chart ausgerechnet habe und zusammengestellt habe und mir gedacht, oh Mann, ja, es ist so wahr. Und auch natürlich gewisse Lightbulb-Moments natürlich auch. Und da habe ich einfach auch gewusst, okay, ja, das ist das Perfekte, die perfekte Ergänzung. Und dieser Übergang, ja, dieser Übergang, okay, du hast die Zahlen, du erkennst dich selbst, du siehst plötzlich einfach, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist mein Lebensweg, ja, was soll ich eigentlich in diesem Leben machen, so ungefähr, ja, und wo liegt so dieses, okay, da wird es leicht und da wird es schwer, ja, weil wir können viele Wege gehen. Und es gibt halt Wege, die sind super mühsam und die kosten uns auch sehr viel Zeit und Energie. Und es gibt Wege, die sind sehr leicht, die gehen schnell und ja, die flutschen so richtig, ja. Und mit der Numerologie kannst du das alles ausrechnen und sehen. Und wenn du siehst, ja, wo sind denn meine Themen und wo sollte ich und kann ich an mir arbeiten, um es leichter zu machen, dann wird dieser Übergang zu, okay, ich mache eben Chakrenheilung, ja, und ich mache die Energie Healing-Übungen, plötzlich, das macht einfach so viel Sinn, ja, weil man dann einfach so diese Connecting Points hat, wo man einfach dann sieht, ah ja, deswegen mache ich das immer so oder deswegen kommt das immer wieder in mein Leben oder deswegen ziehe ich gewisse Personen in mein Leben, ja, weil ich diese Nummern habe, weil ich diese Blockaden habe, weil das Universum in gewisser Hinsicht einfach so funktioniert, weil das Universum, auch wenn man es jetzt nicht angreifen kann, ja, aber alles ist geordnet. Auch das Universum ist in einer perfekten Ordnung und das kann man alles berechnen. Und deswegen ist es einfach unglaublich faszinierend. Und deswegen, um das Ganze jetzt zu schließen, wird es halt auch hier natürlich, werde ich das auch in meinem Podcast einbauen und wirst du in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch etwas darüber hören. Denn ja, wie du vielleicht auch an meiner Stimme hörst, bin ich eben wirklich super happy und excited über dieses Thema. Und deswegen möchte ich das dir auf jeden Fall auch natürlich näher bringen, logisch. Und ja, das wird es auf jeden Fall auch Neues geben. So, by the way. Und ja, aber also die Quintessenz für dich, ja, ich meine nicht nur, dass es super viele neue Sachen gibt, die in den nächsten Wochen und Monaten für dich da nicht nur hier auf dem Podcast, sondern auch generell auf meinen Social Media Kanälen, wie zum Beispiel YouTube oder auf meiner Homepage und so neue Sachen aufpoppen werden. Nicht nur das, sondern generell für dich die Quintessenz. Setz dich doch einfach auch eben mal hin, ja, wirklich für 5 Minuten, ja, wenn. Also man muss jetzt nicht stundenlang sitzen, wenn man nicht möchte, aber sich einfach wirklich mal so ganz bewusst
5 Minuten oder halt eben so lange man möchte, sich hinsetzen und einfach mal reflektieren, bin ich denn eigentlich glücklich mit dem, was ich habe, ja, oder wer ich bin und wie mein Leben ist. Und dann halt einfach auch mal zuzulassen, wenn da vielleicht ein Nein kommt. Und zuzulassen und dir erlauben, dass da Gedanken vielleicht daherkommen, die du jahrelang unterdrückt hast, weil sie halt nicht der Norm entsprechen oder weil sie halt nicht in dein jetziges Umfeld passen, weil jeder in deinem Umfeld halt anders ist. Aber diese Gedanken sind ja aus einem Grund da und diese Gedanken hast du aus einem gewissen Grund. Die sind ja nicht einfach so da für nix, ja, sondern die sind ja aus einem bestimmten Grund da. Warum hast du diese Gedanken? Weil du eigentlich genau das leben solltest, weil du eigentlich einen, jeder von uns hat einen Lebensweg, jeder von uns hat einen ganz bestimmten Lebensweg, den er auch leben sollte, um glücklich zu sein und um sich wirklich auch ganz zu fühlen. Und wenn man solche vielleicht negativen Gedanken hat oder Gedanken hat, die man halt eben ständig unterdrückt, dann wird man immer wieder ein Problem haben oder ein Problem, aber das Leben wird extrem schwer, ja, und extrem mühsam und das muss es nicht sein. Und deswegen nimm das einfach mal eben als Anstoß, setz dich hin, nimm dir eventuell auch wirklich was zum Schreiben und schreib dir das auf und erlaube dir auch, diese Gedanken aufzuschreiben, ja. Du musst sie niemandem sagen, du musst sie niemandem zeigen. Es ist einfach nur für dich zum Reflektieren, okay, Reflexion, okay, ist Zustand, wie ist es im Moment? Bin ich glücklich oder nicht? Das, was ich jetzt habe, meine Arbeit, die ich jetzt habe, meinen Partner, den ich jetzt habe, generell mein Leben, was ich jetzt habe, bin ich damit zufrieden oder nicht? Und einfach die Gedanken da mal aufzuschreiben und zu schauen, okay, was kommt da hoch? Und sich das auch zu erlauben und dann natürlich darüber auch zu reflektieren und zu schauen, okay, ich hatte jetzt die und die Gedanken darüber, was kann ich ändern? Und dann auch eventuell zu sagen, einfach so Schritt für Schritt herzugehen, okay, was kann ich denn ändern oder auch, was will ich ändern? Es kann ja durchaus sein, dass man dann im ersten Moment mal sagt, puh, okay, nee, das will ich aber jetzt gar nicht alles ändern. Aber vielleicht gibt es so ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, die wären schon super, wenn ich die ändern würde. Und dann gehst du halt einfach mal Schritt für Schritt diese Sachen an und fangst einfach so kleinweise an, gewisse Sachen zu ändern, um dich vielleicht auch einfach wieder glücklicher zu fühlen und ganzer zu fühlen. Das ist zwar jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein Wort, aber egal. Weil diese niedrig schwingenden Gefühle, ja, eben wie Depression und Angst und Unzufriedenheit und so, das sind alles sehr niedrig schwingende Energien und die kosten uns alle extrem viel Energie. Also wenn du zum Beispiel jetzt das Problem hast, dass du sehr wenig Energie hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du sehr viele Gedanken, negativ schwingende Gedanken hast, die dich runterziehen. Oder auch, dass du vielleicht sehr, sehr viele, also deine Aufmerksamkeit sehr stark ins Außen richtest. Weil grundsätzlich ist es so, dass wenn wir unsere Aufmerksamkeit ständig ins Außen richten, dann kostet uns das Energie und wir geben praktisch ständig Energie ab. Weil zu allem, wo wir unsere Achtsamkeit, unseren Fokus hinrichten, dort geben wir auch Energie hin. Ja, das heißt, wir geben immer solange und halt einfach immer, wenn wir Energie nach außen richten, geben wir unsere Energie ab. Immer wenn wir unsere Energie nach innen richten, also in uns, ja, dann bekommen wir Energie zurück. Deswegen ist Meditation einfach auch so eine extrem gute Sache, die man machen sollte, weil jedes Mal, wenn du meditierst und wenn du deinen Fokus nach innen richtest, dann bekommst du Energie zurück. Also wenn du hier zum Beispiel ein Thema hast, dann solltest du definitiv schauen, dass du wirklich mal so ein Recap machst und mal aufschreibst, okay, was
läuft gut, was läuft nicht so gut und was sollte ich eventuell ändern. Also das für dich einfach nur als kleines Golden Nugget. Ansonsten, ja, freue ich mich schon auf die nächsten Folgen. Und wie immer Freitag, also das bleibt definitiv gleich, immer Freitag gibt es meinen Podcast, gibt es eine neue Folge. Und ich freue mich eben schon auf die nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Und ja, ich segne dich mit Licht und Liebe und Erfolg und Gesundheit. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dann. Ciao, deine Eva.